Grüß Gott im Lebensforum Wohlstand aus Erfurt. Sich das Wissen unserer Ahnen vergegenwärtigen, ist die Rückbesinnung zum Ursprung unserer Kraft. Phänomen Anastasia, wir fahren fort in unserer Serie mit Teil 2 von Band 6, das Wissen der Ahnen. Sehr geehrte Zuschauer, Phänomen Anastasia, es geht weiter mit Band 6, Teil 2, das Wissen der Ahnen. Bei mir wieder im Studio Herr Konstantin Kirsch. Hallo Herr Kirsch. Hallo Herr Jungwirth. Das Kapitel 4 beginnt mit der eingeschlafenen Zivilisation. Was kann man dazu sagen? Ja, Herr Mekre fragt die Anastasia, zu welcher Volksgruppe sie denn gehört, zu welcher Zivilisation, ob es denn da einen Begriff, einen Namen dafür gibt. Weil er hat schon auch gelesen, dass in dem weiten Russland, in der weiten Taiga, verschiedene Volksstämme durchaus leben. Und er ist einfach neugierig. Gibt es denn dafür einen Namen? Sie ist da eher sehr verhalten und sagt, dann sage ich lieber nicht. Die negativen Dunkelkräfte, das wäre nicht gut. Mhm. Und dann sagt der Sohn, Mama, kannst du ruhig sagen. Das ist okay, da habe auch ich keine Angst, wenn du das ruhig sagst. Und dann sagt sie, so ist es zumindest gedruckt, mit etwas auseinandergezogenen Silben, also einer sehr langsamen Betonung, weht Russin. Sie bezeichnen sich als weht Russen. Das ist der Vedismus, kombiniert mit dem Russischen. Und wir kennen ja auch Ayurveda. Ja, wir kennen das nur aus dem Indischen eigentlich, aus den Veden. Die vedischen Schriften und so, genau. Ja, ja. Und sie nennt sich Ved Russin. Und dann sagt der Sohn auch, ich bin auch Ved Russe. Und Papa, du bist auch ein Ved Russe, aber ein Schlafender. Jetzt muss man ja sagen dazu, dass im Russischen ja Vedat oder ja Vedayu heißt Wissen oder ich weiß. Also das kommt ja auch von dieser Wortwurzel, ja. Ja, auch das deutsche Wort Wissen. Ja. Ist nur mit I und E, also Wissen und Vedisch, das ist schon zumindest vom ersten Buchstaben noch relativ nah dran. Mhm. Und es wird auch ausgeführt, dass diese Kultur der Vedrussen vor langer Zeit bis ins jetzige Europa also einen viel größeren Verbreitungsbereich hatte als heutzutage. Also jetzt ist ja nur ganz klein, aber auch dieses sogenannte Russische sei wohl auch in ganz anderen Regionen gewesen. Und dann wird ausgeführt, dass es diesen Vedismus 990.000 Jahre lang gab. Kann man sich gar nicht vorstellen. Ja, so eine sehr große Zeitspanne. Ja. Also da kommen jetzt mehrere Darstellungen, die der üblichen Beschreibung widersprechen, wie wir gelernt haben, wie auch immer Evolution vom Affen abstammen oder so. Da kommt eine ganz andere Geschichte. Und zwar 990.000 Jahre lang der Vedismus, dann 9.000 Jahre lang das Zeitalter der Bildgestaltung und dann 1.000 Jahre lang das okkulte Zeitalter und dann ist die 1 Million Jahre voll. Und dann kann es wiederum mit 990.000 Jahre vedischem Leben von vorne beginnen. Das heißt, also ein gewisser wiederkehrender Rhythmus. Und wir sind jetzt gerade am Ende dieses okkulten Zeitalters. So ist die Beschreibung in den Büchern. Sie soll dann Beispiele nennen, was also an diese Geschichte dieser Vedrussen. Genau, dann ist jetzt ganz viel, wird dann über diese 990.000 Jahre, dieses vedische Zeitalter beschrieben. Das wird dargestellt, dass Gott ein direkter Freund und Vater für die Menschen war, also im direkten Gespräch, da gab es jetzt keine Kirchengebäude, keine Priester, die vermitteln. Die waren mit Gott direkt und hatten da ihre Gespräche und ihre Handlungen und haben den Planeten auch schön gestaltet. Und es waren diese Familienlandsitze, waren wohl üblich, also jede Familie hatte dann ihren Bereich, ihren Hektar, um davon, dafür, darauf, damit zu leben. Was wichtig ist, der Bund zweier Menschen, die Trauung ist wieder also hier sozusagen erzählt. Was ja, in dieser Kultur gab es ganz viele Bräuche und quasi keine Schule, sondern für die Kinder zum Lernen, sondern sie haben gelernt durch die ganzen Feierlichkeiten und Bräuche. Und einer der besonderen Bräuche ist dieser Brauch, dieses Ritual der Trauung. Und an der Stelle fällt zum Beispiel schon auf die andere Art der Liebeserklärung. Also vor der Trauung kommt ja erstmal das Finden, die Liebeserklärung.
Hierzulande heißt es quasi in verschiedenen Sprachen, dieses Ich liebe dich fängt mit dem Ich an, Liebe und als letztes Wort ist dich, das Du. Auf wen bezieht sich diese Liebe? Genau genommen ist diese Formel ein Ausdruck der Hier und Jetzt Empfindung, aber sagt nichts aus, was man denn mit dieser Kraft, die man spürt, machen will. Mhm. Und diese vedische Liebeserklärung, ich mag sie gerne direkt vorlesen, die heißt, dass der Mann zu der Frau sagt, mit dir, du herrliche Göttin, könnte ich den Raum der Liebe für Jahrhunderte schaffen. Das hört sich schon mal anders da an. Anders. Und wenn das Herz des Mädchens in solcher Liebe antwortet, dann sagt sie, mein Gott, ich möchte dir zur Seite stehen bei deiner großen Schöpfung. Hat schon einen anderen Raum. Das hat eine andere Tragweite auch. Weil es heißt dann auch quasi, ich fühle, mit dir gemeinsam etwas aufzubauen. Also an der gesamten Schöpfung mit zu wirken. Es geht dann weiter mit der Erziehung der Kinder in der vedischen Kultur, wo also hier Beispiele genannt werden. Ja, das ist grob gesagt, ja, weil ich es angesprochen hatte, diese Häufigkeit der Bräuche, der Feierlichkeiten, wo durchs einfach mit gemeinsam sein die Kinder einfach lernen, wie das Leben läuft. Und bei kleinen und größeren Feierlichkeiten und Festlichkeiten, da machen sie auch ihre Prüfungen. Da, ja, ob man dann mal ein Gedicht aufsagt oder so, da gibt es dann einfach das Lernen im Alltag. Also eine explizite Schule war dort nicht nötig. Es gab wohl einzelne Lehrer für spezielle Fächer, die als Reisende dann von Familie zur nächsten Familie gereist sind. Die Eltern mitgehört haben, mitgelernt. Genau. Ja. Und diese Reisenden waren manchmal aber auch so, dass sie sagten, die Kinder wissen es vielleicht besser, aber sie können die präzisen Fragen stellen oder Anregungen geben, dass dann die Kinder in ihr eigenes Wissen kommen. Aber was die Kinder auf alle Fälle gelernt haben, war natürlich der Umgang mit der Natur. Sie sind ja sozusagen auf diesen Familienlandsitz aufgewachsen. Ja. Genau, genau. Ja, und bei diesen Bräuchen, da ist noch nach meiner Meinung was Wertvolles noch zu ergänzen zu diesem Brauch der Trauung. Von dieser Liebeserklärung angefangen, geht es dann zum Hochzeitsritual. Und da ist es so, dass jeder der Gäste Pflanzen oder Tiere mitbringt. Und dann auf dem ausgewählten Landsitz dann das Pärchen dann den Traum verkündet. Sie haben ein, zwei Jahre geplant, wie denn dieser Landsitz aussehen soll. Und sie sagen, hier sehe ich zum Beispiel, dass eine Birke passend wäre und hier vielleicht ein Ahorn. Und die Menschen, die diese entsprechenden Pflanzen mitgebracht haben, stellen sich dann mit dem Pflanztopf dorthin. Und dann können diese Brautleute durch ihren Garten gehen, der noch nicht gepflanzt ist, aber schon gedanklich und physisch vorbereitet. Und wenn sie dann mit dem Muster zufrieden sind, dann sind alle Gäste eingeladen, jetzt die Bäume zu pflanzen. Und quasi nach der Hochzeitsfeier ist der Landsitz schon angelegt als Garten, dass er dann auch die Kinder später mit den Früchten der Pflanzen versorgen kann. Das ist ein sehr, sehr starkes Bild, eine Wirkung. Das heißt, auch wenn man auf so einem Landsitz lebt, was bei der eigenen Hochzeitsfeier gepflanzt wurde, dann erlebt man dauernd die Erinnerung an diese Hochzeit. Mhm. Apropos Ernährung, es geht ja dann weiter. Genau, Ernährung. Des Leibes, ja, richtig. Genau, da ist ganz klar die Naturreihenfolge von den Jahreszeiten. Im Frühling kommen die Kräuter, im Herbst die Früchte. Jede Pflanze hat so ihren Zeitpunkt. Und wenn man es genau in diesem Zeitpunkt frisch verzehrt, sei es die idealste Ernährung. Und das war damals normal. Mhm. Kann man sich gar nicht vorstellen, dass heute wird... Ist alles jederzeit erhältlich? Ja, oder auch die Schwangeren. Die lebten in der Zeit auf dem Landsitz die ganze Zeit und ernährten sich ganz frisch. Und im Winter gibt es ja auch Knollenfrüchte und da gibt es ja auch was Frisches. Oder Knospen sogar kann man im Winter auch essen. Und dieses komplett in den Jahresablauf integrierte Ernährungsgefüge war dort zu diesem Zeitalter des Vedismus normal. Dann geht es weiter. Ein Leben ohne Raub und Diebstahl. Es wird beschrieben, auch wenn es erstmal unvorstellbar klingt, dass die Gedanken der Menschen direkt auf die Pflanzen Wirkung hatten. Also wenn da ein sogenanntes Unkraut war, wurde das nicht gehackt, sondern einfach mit den Gedanken geschwächt. Und wenn jetzt quasi ein Mensch mit bösen Gedanken auf ein Landsitz kam und wollte zum Beispiel Äpfel klauen, dann wurden diese Äpfel giftig. Also hat niemand geklaut, weil das Geklaute wäre ja wertlos gewesen. Sogar nicht nur wertlos, sondern schädlich. Und von daher
haben die Gedanken den Raum geschützt und fremde Gedanken konnten nicht eingreifen oder weder zerstören noch was rauben. Also das ist insgesamt eine Beschreibung eines Zeitalters, das ist fast märchenhaft wunderschön. Also es berührt sehr, das zu lesen. Je tiefer das man einsteigt, wird es eigentlich klar, ja. Ja. Also, haben Sie noch ein Zitat zum Schluss für uns? Da habe ich eins ausgewählt. Das ist gerade am Beginn von dem Kapitel. Die Vorbestimmung des Menschen liegt darin, alles ihn Umgebende zu erkennen und Herrliches im Weltall zu schaffen. Das Ebenbild der irdischen Welt in anderen Galaxien zu vollenden und in jedem neuen Werk dem Irdischen etwas Eigenes Schönes mit hineinzutragen. Herr Kisch, vielen Dank. Wir sehen uns gleich wieder. Liebe Zuschauer, auch bis gleich. Liebe Zuschauer, Phänomen Anastasia, das war der zweite Teil zu Band 6, das Wissen der Ahnen. Bald geht es weiter mit Teil 3. Das war's für heute vom Lebensforum Wohlstand aus Erfurt.